Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Place to Be Stars und Stories. Ich bin Aaron, das ist Nathalie und unsere Themen heute mit Xenia Adons, Maron und Tobias Wolf und ganz vielen tollen Weihnachtsfilmen. Wir sind Maron und Tobi und wir haben eigentlich sehr viel immer aus unserem Leben gezeigt und der Kleine gehört dazu. Was mir die YouTuber Maron und Tobias Wolf noch alles über ihre Beziehung erzählt haben, das sehen wir gleich. Jetzt erstmal das Weekly Update. Influencerin Xenia Adons hat einen Hundewelpen aus dem Tierschutz adoptiert. Vorbildlich. Mega ja. Geil. Egal, was wir jetzt erzählen, schon mal super geil. Und zwar aus dem Tierheim, für das sich Vanessa und Roman Tamkan ehrenamtlich engagieren. Auf Instagram zeigt Xenia, dass ihre neue Mitbewohnerin nun höchste Priorität für sie hat und wie glücklich sie mit ihr ist. Trotzdem verheimlicht sie auch nicht die weniger schönen Aspekte des Lebens als Welpenmama. Wie zum Beispiel, dass die kleine Rue noch nicht ganz stubenrein ist. Dieses Jahr ist leider Udo Walz von uns gegangen und Nathalie, ich bin ja richtig stolz, ich habe ab und an mal mit ihm gedreht und Udo konnte gut meckern. Und der hat mich einmal so angemeckert und danach haben wir einen schönen Dreh gehabt, da bin ich richtig glücklich drüber, dass Udo Walz mich angemeckert hat. Das klingt sehr lustig, aber lustig geht's auch weiter, denn Barbara Becker hat für ihn getanzt. Schauspielerin Barbara Becker tanzte eine Art Ausdruckstanz für den verstorbenen Starfriseur. Das war in der Instagram-Story von Ursula Karen zu sehen. Dazu schrieb sie, wir vermissen dich so sehr und für immer in unseren Herzen. In unseren Insights schauen wir uns diese Woche an, was aus den Stars der bekanntesten Weihnachtsfilme eigentlich heute geworden ist. Der König in Sachen Weihnachtsfilme ist ganz klar Macaulay Culkin. Kevin allein zu Hause und in New York. Noch heute ist er das Gesicht des Weihnachtsklassikers Kevin allein zu Hause. Tatsächlich wurde es nach der Filmreihe aber ruhiger um seine Karriere. Mit seinem Privatleben sorgte er regelmäßig für Schlagzeilen. Oft wurde er mit Alkohol- und Drogenmissbrauch in Verbindung gebracht. 2019 bekam der heute 40-Jährige nochmal die Kurve und spielte in den Filmen Dollface und ChangeNet mit. Außerdem ist er seit 3 Jahren mit der Schauspielkollegin Brenda Song, die man aus Hotel Zack und Cody kennt, zusammen. Schauspielerin Taylor Momsen, die stand schon lange vor Gossip Girl vor der Kamera. Ist es die Tochter? Weil ich gucke das nicht. Ist es die Tochter oder die Mutter? Oder jemand ganz anderes? Die Schwester. Von 2007 bis 2011 spielte sie Jenny Humphrey, die kleine Schwester von Dan Humphrey in der Teenie-Serie. Ihre Schauspielkarriere startete sie allerdings schon im Alter von 7 Jahren mit der Rolle der kleinen Cindy Lou Who im Weihnachtsfilm Der Grinch. Mittlerweile hat Taylor die Schauspielerei aufgegeben und ist Frontsängerin der Rockband The Pretty Reckless. Außerdem hat sich ihr Look seit Der Grinch gewaltig verändert. Der nächste Kinderstar ist noch immer in der Schauspielbranche tätig. In dem Weihnachtsfilm Schöne Bescherung aus dem Jahr 1989 brachte Juliette Lewis die Zuschauer zum Lachen. Danach war sie 3 Jahre lang mit Brad Pitt zusammen und setzte ihre Schauspielkarriere fort. In den letzten Jahren spielte sie in einigen Filmen wie Stichtag oder Nerve mit. 2020 war sie außerdem in verschiedenen Serien zu sehen. Läuft bei Juliette! Auf jeden Fall, aber ihr Filmbruder Rusty, der ging noch viel, viel steiler. Nach Johnny Galeckis Auftritt in Schöne Bescherung wurde er zum Serienstar. Erst spielte er in der Fernsehserie Roseanne mit und dann bekam er die Rolle seines Lebens. In Big Bang Theory spielte er Dr. Leonard Hofstadter von 2007 bis 2019 und wurde einer der bestbezahlten Serienstars der Welt. Mit Kaylee Cuoco, die in der Serie Penny spielt, war er 2 Jahre lang zusammen. Weiter geht's mit einem ganz großen Kinderstar der 90er. In Das Wunder von Manhattan spielte Mara Wilson die kleine Suzanne, die lange Zeit nicht an den Weihnachtsmann glauben wollte. Später war sie auch in Mrs. Doubtfire und Matilda zu sehen. Heute arbeitet Mara als Journalistin, Autorin und Synchronsprecherin. Wir hatten ja schon Kevin allein zu Hause, jetzt kommen wir zu Kevin für die Älteren, der kleine Lord. Ricky Schroeder war 10 Jahre alt, als er die Rolle im kleinen Lord übernahm. Mittlerweile dreht er immer wieder kleine Filme. Außerdem ist er Regisseur und Drehbuchautor. Im April 2019 wurde Ricky festgenommen. Ihm wurde unter anderem häusliche Gewalt vorgeworfen. Gegen eine Kaution von $50.000 wurde er aber wieder freigelassen. Ja, man merkt bei Ricky und bei Kevin so kleine Parallelen. Ja. Ja, ich glaube, Kinderstars haben es nicht immer so einfach gehabt, so dann in der späteren Zeit. Naja. Vom halbweisen Sam zum größten amerikanischen Schachspieler Benny ging es für diesen Schauspieler. Mit 13 Jahren spielte Thomas Brody Sangster den kleinen Sam, der seine Mutter verlor, in Tatsächlich Liebe. Schon damals konnte er mit seinen Kollegen Hugh Grant, Keira Knightley und Liam Neeson mithalten. Danach ergatterte er eine Rolle nach der anderen in Filmen wie Eine zauberhafte Nanny, Maze Runner, Star Wars oder der Fantasy-Serie Game of Thrones.
Zuletzt konnte man den Briten als Benny Watts in der Schachserie Das Damen-Gambit sehen. Darin spielt er den Mentor der Hauptdarstellerin. Im Live-Talk habe ich mit den YouTubern Maren und Tobias Wolf gesprochen. Die beiden sind inzwischen über 8 Jahre zusammen, seit 2017 verheiratet, haben ein Kind und arbeiten zusammen. Mir haben sie erzählt, wie das eigentlich ist. Sie haben alles, was ich will. Eine Frau, verheiratet, ein Kind. Irgendwann. Irgendwann. Mit Glück. Also ich fand, am Anfang war es schwierig, ja, weil ich auch so ein bisschen immer den Boss raushängen lassen habe. So, ne, hör mal, immer so gesagt, so geht das und so geht das und so geht das. Ich so, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ja, irgendwann musste man dann halt, also klar, es gibt natürlich auch Momente, wo man dann sagt, okay, man ist vielleicht jetzt gerade beruflich in einem Konflikt, den darf man dann nicht halt privat reinholen, genauso andersrum. Aber ich finde, wir haben mittlerweile echt das richtig gut, also so geregelt. Ja. Also vor allem ist es auch so witzig, wenn wir uns manchmal privat in den Haaren haben, soll auch vorkommen tatsächlich. Nein, dann ist es halt auch so, dass man dann halt aber irgendwie beruflich gerade funktionieren muss und dann schweißt es einen doch wieder, also dann vergisst man irgendwie den privaten Streit und dann ist ja, man irgendwie viel schneller wieder auf einem Nenner und lacht dann eigentlich drüber. Und das hat ja, eigentlich auch Vorteile. Also es hat Nachteile, aber auch Vorteile. Im August kam ihr Sohn Liam zur Welt. Die beiden haben aber theoretisch 3 Kinder, denn sie haben schon 2 Katzen gehabt. Und ich wollte von den beiden wissen, ob die Katzen auch mal eifersüchtig sind auf das Baby. Ich habe es runtergeguckt, weil ich Katzen kacke finde. Die sind sehr anstrengend geworden, seitdem Liam da ist. Also wirklich, die sind so, also früher war das gar nicht so, die wollen permanent essen. Ich weiß auch nicht warum. Die sind wirklich, früher haben die so morgens und abends was bekommen. Jetzt müssen die mindestens 3-mal noch zwischendurch irgendwie ein bisschen was bekommen. Die sind aber auch sehr so, legen sich sehr provokant, wenn ich gerade zum Beispiel mit Lian kuschel daneben, so nach Motto, ich bin auch noch da, vergess mich nicht. Klar, vergessen tun wir sie nicht, ne? Aber es ist halt einfach so, der Kleine braucht gerade im Moment ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Außerdem haben mir die beiden erzählt, warum sie sich entschieden haben, ihren Sohn auf Instagram zu zeigen. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, haben aber schlussendlich gemerkt, nachdem der Kleine da war, dass es doch wieder alles ganz anders ist. Dass es, wir haben einfach in dem Moment erstmal auf unser Gefühl gehört. Und unser Gefühl war, der Kleine ist gerade ist unser da, ist Baby. Unser kleines Baby. Und man hat ja auch gemerkt, dass wir ihn nicht so richtig überhaupt gezeigt haben. Am Anfang, und das war so ja, diese Schutzfunktion und das, was wir alles hatten. Obwohl wir gesagt haben, ja, was heißt gesagt haben, aber wir haben natürlich schon darüber geredet und haben gesagt, wir machen es einfach so natürlich, wie wir es sonst auch immer machen. Ne? Ja. Wir sind Maren und Tobi und wir haben eigentlich sehr viel immer aus unserem Leben gezeigt und der Kleine gehört dazu. Es gibt natürlich gewisse Sachen, die man einfach rauslässt und die lassen wir auch jetzt genau, aktuell einfach raus. Das werden wir niemals von dem Kleinen zeigen. Aber ja. Wir fühlen, also wir posten das, womit wir uns wohlfühlen. Ich sag mal, ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt beim Toilettengang oder beim Duschen filmen, ne? So, oder wenn ich gerade weine oder keine Ahnung, gerade schlecht drauf bin oder sonstiges. Das sind halt so Sachen, oder wenn ich komplett vollgesaugt bin von oben bis unten mit Essen, was weiß ich was. Das sind so Sachen, wo ich sage, okay, das, wo ich nicht gezeigt werden möchte, so zeige ich auch unser Kind nicht. Und ja, wir posten das, womit wir uns wohlfühlen. Ich weiß, es ist ein ganz umstrittenes Thema und ich denke aber, jeder sollte das für sich selber bestimmen, wie er was macht. In unserer Inspiration of the Week geht es um Frank Zander. Wer kennt ihn nicht? Musiker, Hertha-Legende. Und er macht jedes Jahr was Gutes, weil zu Weihnachten macht er für Obdachlose ein Weihnachtsessen. Eine Riesenfeier im Estrell in Berlin, wie in den Jahren zuvor, kann dieses Mal nicht stattfinden. Ausgefallen ist die Veranstaltung trotzdem nicht, denn Frank und sein Team haben sich eine Alternative überlegt. Na Mensch, hallo Freunde, auch ich habe die beste Maske, natürlich. Muss man jetzt tragen. Bin ja ein gewisses Vorbild. In diesem Jahr geht es darum. Ja. On Tour, wir haben 2 Foodtrucks und die haben wir bestückt und bezahlt. Ich freue mich, dass wir das ausgeben dürfen, das Essen mit sehr vielen guten Leuten. Ja, ansonsten wünsche ich allen schöne Weihnachten. Bleibt gesund, euer Frankie. Ja. Was ein geiler Typ, der Frank. Nur nach Hause. Ja, du gehst jetzt nämlich auch nach Hause, denn das war es auch schon wieder von Place to Be Stars und Stories. Wenn ihr noch mehr Stars und Stories möchtet, dann hört auf jeden Fall unseren Podcast, die aktuelle Folge mit Maren und Tobias Wolf.
Und wir sehen uns erst am 25.12. wieder zu einem ganz großen Jahresrückblick. Nur nach Hause. Tschüss. Gehen wir nicht.